Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. So Leute, ich bin's wieder, Kuckuck. Ihr wisst ja, ich bin jetzt unterwegs und zwar Roller Rolf on Tour. Und jetzt habe ich hier die erste Baustelle. Allerdings ist das nur eine kleine Baustelle. Ich hoffe das zwar immer, aber hier glaube ich das auch zu wissen. Wir müssen nämlich hier vorne ran, müssen da die Verkleidung abnehmen. Und dann müssen wir mal gucken, mit der Beleuchtung hier irgendwas in den Tacho ist nicht in Ordnung. So, jetzt gehen wir also bei. Hier sind Kreuzschlitzschrauben. Wir lösen diese hier. Ne? Und dann denke ich mal, wir können das nach vorne abnehmen und kommen dann von unten eventuell an den Tacho ran und wechseln da mal die Birnen. So, hier unten haben wir noch eine Zehner, die müssen wir auch lösen. Und dann hoffe ich, dass wir dann endlich mal da rankommen, wo wir hinwollen. So, wir müssen hier allerdings, wie das aussieht, noch die Spiegel abnehmen, sonst kriegen wir das nicht rüber. Das ist aber verhältnismäßig einfach gemacht. Normalerweise sitzt hier unter so eine Kontermutter und eventuell. Genau. Kann man nämlich so machen, kann das Ganze dann rausdrehen. Legt euch die ordentlich weg. Und dann. Seht ihr, sind beide runter. So Leute, wir haben hier also folgendes Problem. Das sah alles ziemlich einfach aus. Jetzt haben wir nur leider hier an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Vielleicht kann ich mal so ein bisschen ranscrollen. Hier unten. Hier an der Stelle. Da hat jemand geklebt. Na, und deswegen war das Ganze nicht abzukriegen. Und bevor wir das Plastik abmachen, ist das scheiße. Jetzt haben wir es Gott sei Dank gelöst, ohne dass das Plastik kaputt ist. So, wenn ihr dann alles gelöst habt, dann müsst ihr das erst hier so ein bisschen nach vorne schieben, weil hier seht ihr kämmt dann nicht nach vorne weg, so ein bisschen rüber. Und dann könnt ihr das hier drüber machen. Seht ihr? Und jetzt kommt da überall ran. An die normale Glühbirne, die Tachoeinheit seht ihr auch. Ne, ganz vorsichtig mit umgehen, das ist alles Plastik. So, seht ihr, hier haben wir jetzt die Tachoeinheit. Hier seht ihr auch schon einige Anschlüsse. Tachowelle, wenn ihr die mal wechseln müsst, dann müsst ihr das auch abmachen. Und jetzt gucken wir mal, wo eventuell hier eine Birne kaputt ist. Da hier ist zum Beispiel so ein Teil, das kann man rausziehen. So Leute, seht ihr hier also diese Birne. Wegen der kleinen Birne mussten wir jetzt diesen ganzen Aufwand betreiben. Aber es ist schon wichtig, dass man im Tacho Licht hat. Wenn ihr in der 30er-Zone seid, freut euch, wenn ihr auf dem Tacho seht, was los ist. So Leute, ihr seht hier die ganze Tachoeinheit, die Birne habe ich entfernt. Jetzt stecken wir eine neue rein. Und dann hoffen wir natürlich, dass sie geht. So, hier haben wir die Fassung. Birne rein. Nicht mit der Hand anfassen, wegen dem Fett, dann geht die Birne kaputt. Ja, super. Passiert nichts. So, das ist natürlich auch geil, war ich an der falschen Birne. Und zwar ist das, seht ihr, das ist der Blinker. Und wir brauchen ja das Licht für die Armaturen. Also gehen wir mal von aus, hier auf der anderen Seite sitzt auch noch so ein Teil, dass es diese Birne ist. Wir ziehen die mal raus. Die brennt nicht. So. Ja, lass uns ehrlich sein, das ist Honda. Das ist schon alles ein bisschen anders. Normalerweise hat man so eine Birne. Seht ihr hier? Das ist aber die Birne, die auch nicht für den Tachobeleuchtung ist. Ja, wo ist er? So, seht ihr, jetzt haben wir sie. Jetzt brennt sie. Das waren allerdings drei, die wir erstmal ausprobiert haben, weil ich auch wieder ein bisschen blöde war. Aber ich habe nicht gesoffen, ne? Also am Tage trinke ich nicht und wenn ich fahre, sowieso nicht. So Leute, Kuckuck. Jetzt machen wir noch den Rest. Und zwar haben wir hier die Spiegel und da geht ihr bei, nehmt hier einen 13er Schlüssel, richtet euch die so aus, dass die vernünftig stehen und dann könnt ihr die hier so ein bisschen kontern. Ich habe gerade festgestellt, es ist ein 12er. Nee, auch nicht. Doch, 12er. Also nehmt dann einen 12er.
kein 13er. So, dann macht er die schön fest, dann braucht er hier nicht das Ding sonst wohin machen. Ne? Am besten setzt ihr euch drauf und guckt vorher. Muss alles ordentlich sein. Hier oben wieder rüber, damit da kein Wasser reinkommt. So, an der anderen Seite machen wir das gleiche Spiel. Gucken, dass der vernünftig steht. Dann ziehen wir hier diese Konterschraube an. No, noch ist nichts fest hier. So, dann ist das auch fest hier. So, Gummis wieder rüber, hier oben auch. Ne, wir fuscheln nicht. So. Oh, ich bin gar nicht zu sehen. Da muss ich mich mal ducken. So, also wir haben jetzt alles gemacht. Seht ihr? Und so ist alles ordentlich. Ich muss das Ding nochmal anmachen. Ich muss immer diese Motorgeräusche hören. Oh, ist das schön. So. Und das Innenlicht geht auch. Ich zeige euch das jetzt gleich nochmal. Ich halte die Kamera nochmal drauf, damit ihr seht, ich habe nicht gefuscht. Hat sich aber schwierig gestaltet, das Ganze. So, seht ihr hier? Die Sonne scheint. Ne? Ich mache jetzt mal aus, damit ihr den Unterschied seht. Schon gut oder bin ich gut?